Thema raus aus dem Mikromanagement geht es dabei, erstmal zu erklären, in welcher Arbeitswelt leben wir eigentlich. Wir verlangen Flexibilität, wir verlangen Agilität, aber ist das überhaupt möglich? Und ich werde aufzeigen, dass es aus bestimmten Gründen gerade eben nicht möglich ist und werde gleichzeitig zeigen, was müssen wir ändern. Wir müssen nämlich raus aus dem Mikromanagement, wir müssen raus aus der Kontrolle, rein in das Vertrauen und da werde ich einen kleinen Einblick geben. In drei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, da möchte ich Ihnen so ein bisschen den Einblick geben, Führung in VUCA-Welten. Was heißt VUCA eigentlich? Warum ist das relevant? Und warum hat uns das anzugehen? Im zweiten Teil stelle ich Ihnen ganz kurz die DNA des Mikromanagers oder der Mikromanagerin vor. Und nur damit keine Missverständnisse auftreten, vor Ihnen steht eine Mikromanagerin. Das heißt also, wenn ich nachher zu diesen Themen spreche, ich werde vielleicht an einigen Stellen sagen, wann ich zum Mikromanagement neige. Es ist nämlich recht natürlich, dass wir in bestimmten Situationen zu Mikromanagern werden. Und das ist dann der letzte Punkt, wie kommen wir da raus? Denn Mikromanagement selber ist überhaupt nicht förderlich für eine gesunde und gute Unternehmenskultur und überhaupt nicht förderlich für ein gesundes und gutes Zusammenarbeiten. Viele Unternehmen haben deutliche Krisen, deutliche Anpassungskrisen und die sorgen dafür, dass auch in den Unternehmen VUCA Einzug hält. Und VUCA ist abgekürzt mit volatil, ungewiss, komplex und mehrdeutig. Wenn wir über VUCA reden und sagen, die heutige Welt, Wirtschaftswelt ist volatil, dann wird damit die Dynamik des Wandels beschrieben, den wir nicht aufhalten können, der aber immer schneller geht und der ist hauptsächlich getrieben durch die Technik. Und das sorgt dafür, diese unglaubliche Veränderungsdynamik sorgt dafür, dass wir ein instabiles Arbeitsumfeld haben, als Führungskräfte, aber natürlich auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben in vielen Bereichen eine sinkende Arbeitsplatzsicherheit. Das heißt, wir brauchen in diesem Fall alle die Fähigkeit zur beschleunigten Entscheidungsfindung. Wir haben heute nicht mehr ewig Zeit zu überlegen, machen wir das nicht, kommen wir heute nicht, kommen wir morgen, sondern heute ist es tatsächlich notwendig, dass wir uns schnell entscheiden und dass wir schnelle Prozesse in Gang setzen können. Gleichzeitig ist die Welt ungewiss. Wir reden über Digitalisierung, wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über unterschiedliche Trends, die wir beobachten können. Ich sage nur autonomes Fahren, aber genauso auf der anderen Seite der demografische Wandel. Das sind Vorkommnisse, mit denen wir als Menschheit zum ersten Mal konfrontiert sind. Das bedeutet, uns fehlen an jeden Ecken und Enden fehlen uns Erfahrungswerte. Wir haben sie nicht. So, und dieser Mangel an Erfahrungswerten sorgt dafür, dass wir natürlich uns im Prinzip auf einem Ozean befinden, ja, im Nebel navigieren und gar nicht so genau wissen, in welche Richtung sollen wir jetzt, weil dummerweise der Kompass nicht mehr richtig anzeigt. So, und damit umzugehen und da Entscheidungen zu treffen und nach Gefühl und Intuition zu agieren, das ist etwas, das ist neu, das können wir lernen, aber wir haben es nicht gelernt. Und das führt zu Ungewissheit. Das führt weiterhin dazu, dass unser Arbeitsleben nicht einfacher wird, sondern komplexer. In dem Moment, wo ich ein Problem habe und dafür eine Lösung habe, ist mein Arbeitsumfeld einfach. Das Problem, was wir heute haben, ist, ein Problem gleich eine Lösung bedeutet, ich kann diesen Arbeitsschritt routiniert ablaufen lassen. In dem Moment, wo ich ihn routiniert ablaufen lasse, haben wir heute die Gefahr, dass er digitalisiert wird. So, das bedeutet wiederum, ja, dass wir heute, wenn wir uns diesem Prozess stellen wollen, als Menschen mit deutlich komplexeren Aufgaben betraut werden. An der Stelle müssen Führungskräfte tatsächlich lernen, mit Komplexitäten umzugehen. Auch das ist möglich. Das ist kein Hexenwerk. Wir müssen es nur tun. Wir brauchen Handwerkszeug und uns fehlt an ganz vielen Stellen das Handwerkszeug. Und der letzte Punkt, Mehrdeutigkeit. Dadurch, dass wir heute sehr häufig auf ein Problem nicht mehr zwingend eine Lösung haben oder wir haben auf ein Problem mehrere Lösungen oder wir haben noch gar keine Lösung, sind auch die Wirkungszusammenhänge werden deutlich komplexer. Das heißt, wir haben heute mehrdeutige Arbeitssituationen. Wir befinden uns heute sehr häufig in einem Dilemma. Ja, wir können uns für eine Richtung entscheiden, dann verlieren wir unter Umständen an einer anderen Ecke. Ja, wir können uns für die andere Ecke entscheiden und verlieren ganz sicher was an der Stelle, den Weg, den wir sonst einschlagen könnten. Das
Das heißt, mit diesen Dilemmata umzugehen, das ist die große Herausforderung. Und das ist der Grund, also aus meiner Sicht auch gerade dieser Umgang mit den Dilemmata, ist heute einer der Gründe, weswegen wir uns so schwer tun, uns mit einer VUCA-Welt auseinandersetzen zu können. Was bedeutet VUCA für uns? VUCA bedeutet letztendlich, dass wir lernen müssen, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Und das haben wir tatsächlich nicht gelernt. Wir haben es in der Schule nicht gelernt, wir haben es im Studium nicht gelernt oder in der Ausbildung nicht gelernt. Und wie sollen wir es in den Unternehmen lernen, wenn bislang unser gesamtes Arbeitsumfeld als relativ sicher wahrgenommen wurde? Plötzlich ist es das nicht mehr. Das heißt, wir müssen lernen, Instabilitäten und Unsicherheiten zu managen. Wenn wir das nicht können, passiert Folgendes, und da wird es spannend. Wir rutschen zurück in völlig menschliche, völlig natürliche Verhaltensweisen. Und die erste Verhaltensweise ist, dass wir in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir können die Unsicherheit nicht mehr aushalten, wir sehnen uns nach raschen Antworten, das ist tatsächlich psychologische Komponente, die Sehnsucht nach raschen Antworten. Wenn diese Sehnsucht überhand nimmt, weil wir die Unsicherheit, die Irritation nicht mehr aushalten können, dann tun wir zunächst etwas, was völlig normal ist. Wir treffen übereilte Entscheidungen. Wir wollen aus dem Dilemma raus, dass wir nicht wissen, was wir tun können. Wir wollen aus dem unangenehmen Gefühl heraus, dass wir das Gefühl haben, wir wissen nicht wohin. Wir sind unsicher, wir sind irritiert. Das auszuhalten ist eine ganz große Kunst, erfordert unglaublich viel Stärke und unglaublich viel Selbstbewusstsein. Das heißt, wir treffen überalte Entscheidungen. Informationen, die wir bekommen, sortieren wir falsch ein. Das ist in dem Fall der sogenannte Primäreffekt. Die erste Information, die wir verstehen, die so an uns herangetragen wird, dass wir mit ihr umgehen können und sie mental verarbeiten können, diese Information merken wir, dieser Information vertrauen wir und diese Information nehmen wir für uns an. Tun wir das und es kommen andere Informationen hinzu, sind wir mental kaum noch in der Lage, diese anderen Informationen zu verarbeiten. Was passiert? Wir unterlaufen der Gefahr der Manipulation. Und das ist das, was in den USA und ehrlich gesagt auch beim Brexit wunderbar funktioniert hat, die Manipulation der Massen. In dem Moment, wo einfache, wirklich einfache Sinnzusammenhänge hergestellt wurden, in einer einfachen Sprache kommuniziert wurden und wo gleichzeitig die Sehnsucht geweckt wurde, wenn ihr mich wählt oder wenn ihr euch für den Brexit entscheidet, dann bekommt ihr das wieder zurück, was wir vor 20, 30 oder 40 Jahren hatten. Weil das ist das, was die Menschen noch verstanden haben. In dem Moment, wo das versprochen wird, in einer Sprache, die eingänglich ist, tritt der sogenannte Primäreffekt in Erscheinung. Der Mensch an sich wird manipuliert. Das ist überhaupt keine Bösartigkeit, sondern das sind ganz natürliche Lerneffekte, die da eintreten. Ja, und dann wächst die Gefahr von Vorurteilen. Das kommt noch hinzu. Und der letzte Punkt, und das finde ich ist das Gefährliche daran, in dem Moment, wo wir die Sehnsucht nach raschen Antworten langfristig nicht befriedigen können, sehnen wir uns tatsächlich oder werden wir empfänglich für autoritäre Ideologien. Im politischen Kontext haben wir die Ergebnisse im Brexit, wir haben sie in der Zunahme an rechtem Gedankengut in der Politik, aber wir sehen sie eben auch an Donald Trump. Und im Unternehmenskontext ist es die Zunahme von Mikromanagement. Und Mikromanagement bedeutet, dass ich den Menschen eben keine Freiheit mehr lasse, selbst zu entscheiden. Ich lasse sie nicht mehr an der langen Leine laufen, sondern ich kontrolliere und zwar so viel wie möglich. Und da komme ich jetzt zur Lösung vom Mikromanager zum VUCA-Leader. Und da möchte ich Ihnen zunächst vier Kernkompetenzen präsentieren, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns helfen, aus dem Mikromanagement rauszukommen. Mir zumindest haben sie geholfen. Zum einen finde ich entscheidend, eine Vogelperspektive einzunehmen. Also ich nehme die sowieso gerne ein. Also vom Namen her passt das ja wahnsinnig gut zu mir und gedanklich fliege ich dann ab und an mal. Wenn Ihnen das Vogelperspektive, wenn Sie sich damit nicht so anfreunden können, setzen Sie da rein das Thema Visionen. Ja, setzen Sie da rein den Blick über den Tellerrand. Ja, das heißt, hier geht es darum, wirklich eigene Zukunftsvisionen zu entwickeln. Vielleicht auch tatsächlich eine eigene Vision davon, wie wollen Sie selber führen oder wie wollen Sie selbst geführt werden. Eine Vision davon, in welchem Unternehmenskontext möchten Sie arbeiten. Dann ist es in einer VUCA-Welt entscheidend, wenn wir Unsicherheiten haben, dass wir lernen, Unsicherheiten zu managen. Und da ist es tatsächlich, also es ist eine gewisse Krisenresilienz, die wir uns hier erarbeiten. Aber das Thema Unsicherheit kippt ja auch ganz schnell in das Thema Angst.
Das heißt, fragen Sie sich an der Stelle, wenn Sie Unsicherheiten verspüren, eine einzige Frage. Was brauchen Sie, damit Sie wieder mehr Sicherheit empfinden können? Und in dem Moment arbeiten Sie lösungsorientiert, ja, und nicht angstgesteuert. Und das ist entscheidend, weil in dem Moment, wo Sie lösungsorientiert daran arbeiten, dass Sie wieder mehr Sicherheit verspüren können, ist die Gefahr, dass Sie ins Mikromanagement reinrutschen, deutlich geringer. Dann geht es aus meiner Sicht darum, dass wir Chancen erkennen und Chancen managen und Chancen wahrnehmen. Und Chancen gibt es in einer VUCA-Welt unfassbar viele. Und das ist das Spannende, wenn sich alles verändert, das ist so mein Kernmotto mittlerweile, wenn sich alles verändert, dann verändere auch alles. Gucken Sie danach, was bleibt. Gucken Sie danach, was für Sie wirklich auch als Ankerpunkte elementar und lebensnotwendig ist. Und alles das, was Sie loslassen können, alles das, was sich verändern darf, dem geben Sie die Chance und lassen es verändern. Und Sie werden merken, daraus entstehen Chancen, und zwar ganz oft ganz großartige. Das bedeutet natürlich auch ein bisschen Mut mitzubringen. Ja, aber auch das ist ja durchaus dann der nächste Punkt, nämlich agil sein. Ja, dazu gehört, mental flexibel zu sein, in Lösungen zu denken, nicht in Problemen zu denken. Aber es gehört auch dazu, dass ich mir selber die Erlaubnis gebe, zu scheitern und wieder neu anzufangen. Dass ich mir selber die Erlaubnis gebe, nicht 100% perfekt sein zu müssen. 70% reichen in einer Welt der Veränderung allemal. Ja, das heißt, an der Stelle tatsächlich mutig sein, Selbstvertrauen haben, und Sie werden merken, dass Sie an dem Punkt in dieses Thema Agilität relativ schnell auch reinrutschen. Sie brauchen eine Kultur von Exzellenz und Leistung. Das gehört dazu. Wir brauchen Leistung, wir wollen Leistung, wir wollen alle unser Geld verdienen. Das heißt, Leistung gehört dazu. Aber die Leistung wird viel besser und viel nachhaltiger, viel wirksamer erbracht, wenn wir gleichzeitig eine Kultur von Vertrauen und Kooperation haben. Und dieses aufzubauen, das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit, wo Veränderung und Unsicherheit an der Tagesordnung sind, ist entscheidend, damit wir eben nicht in diese Verhaltensweise verfallen, dass wir die Sehnsucht nach raschen Antworten uns erwünschen und an der Stelle manipulierbar werden und eventuell auch nicht mehr die bestmöglichen Entscheidungen treffen.